Diese Werbung des Unterwäscheherstellers Palmers sorgt derzeit in Österreich für Empörung. Darauf zu sehen sind 6 junge, knapp bekleidete Frauen, dazu der Titel Osterhöschen. Viele halten das Bild für sexistisch, nicht so Felix Baumgartner. Der österreichische Extremsportler, der durch seinen Sprung aus dem Weltall berühmt wurde, äußerte auf Facebook seine Begeisterung für das Werbefoto. Gleichzeitig griff er die TV-Moderatorin Corinna Milborn an, die das Bild kritisiert hatte. Bei der Figur auch kein Wunder, schrieb Baumgartner. Nun hat sich Corinna Milborn, die Moderatorin des österreichischen Privatsenders Puls 4, zu Wort gemeldet, ebenfalls auf Facebook. Baumgartner habe sich eine weibliche Kritikerin herausgesucht und deren Aussehen und Körper thematisiert. Das passiere Frauen dauernd und es treffe alle. Zu hübsch, um ernst genommen zu werden, zu blond, um gescheit zu sein, zu sexy oder zu unweiblich, zu stark geschminkt oder zu hässlich. Baumgartner solle doch in ihrer Sendung über sein Frauenbild sprechen, schreibt Milborn. Er sei ja schon aus dem All gesprungen und daher auch sicher nicht zu feige dafür.